Konzept ist entstanden auch aus am Anfang sehr kontroversen Diskussionen und Gesprächen mit Dirk Bauermann. Dirk, der auch ein Trainer von mir in Leverkusen war und den ich dann auch als Konkurrent in Bamberg dann mehr gehasst als geschätzt habe ich ihn immer, ja, respektiert habe. Und jetzt als Nationaltrainer ist es seine Aufgabe natürlich für den deutschen Nachwuchs, für die deutsche Nationalmannschaft, für den deutschen Basketball einzutreten. Und das ist der alleinige Beweggrund für ihn. Und ich war am Anfang war ich immer sehr skeptisch und wie gesagt, meine Philosophie war eigentlich immer, nee, die Deutschen, die müssen sich selber durchsetzen, die brauchen keine Quote, die brauchen keine Unterstützung. Aber anhand dieser Diskussion und auch anhand der Entwicklung und auch anhand der Erfahrung, die ich hier im eigenen Team gemacht habe, glaube ich einfach, dass man was ein Umdenken, also für mich persönlich war ein Umdenken erforderlich und wir wollen den Beweis antreten für die These von Dirk, dass er sagt, wenn 6 deutsche Spieler auf dem Platz stehen und die auch permanent Spielzeit haben, dass sie sich beweisen und durchsetzen können. Es gibt zum Beispiel Mannschaften wie Göttingen, Oldenburg, aber auch Nördlingen, die mit einem ganz anderen Konzept trotzdem großen Erfolg haben. Nördlingen, die Liga behalten konnten mit Spielern, die sie aus der zweiten Liga mitgenommen haben und mit günstig gefundenen ausländischen Spielern. Göttingen mit einem fantastischen Basketballkonzept, also taktisch diese Verteidigungsarbeit mit Spielern, die super gescoutet worden sind, alles Ausländer. Aber trotzdem jetzt in zweiter oder dritter Position in der Liga stehen, die Playoffs schaffen als Aufsteiger, das ist eine sensationelle Arbeit, die da geleistet worden mit einem ganz anderen Konzept und die werden sich natürlich nicht einfach so davon abbringen lassen, sondern ich glaube, für solche Mannschaften oder auch für Oldenburg, die dann im Wettbewerb mit ganz oben stehen, da muss man Wettbewerbsgleichheit herstellen können. Ich muss einfach sagen, dass ich eigentlich nie ein Befürworter von der Quote war. Ne? Ich hätte eigentlich immer vielleicht auch aus ein bisschen Stolz raus gesagt, dass die deutschen Spieler sich hier in Deutschland einfach durchsetzen müssen, weil wir das in Anführungsstrichen früher ja auch getan haben oder ich als junger Spieler mich gegen auch bessere deutsche Spieler dann durch meine Entwicklung durchgesetzt habe. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, das habe ich jetzt erkannt. Ich glaube, dass man deutschen Spielern, die einfach zu wenig Anteile haben in der Bundesliga, einen festen Platz einräumen müssen. Es muss einem leicht gemacht werden, oder nicht leicht, aber zumindest es muss einem möglich gemacht werden, sich zu etablieren, sich zu zeigen, sich zu präsentieren. Und das lässt im Umkehrschluss dann natürlich auch wieder viel mehr Platz für die noch jüngeren Spieler, die dann sehen, hey, wir haben da einen Platz, wir haben da ein Ziel. Und dieses Ziel, das sieht jetzt nur die Allerbesten sehen das. Ne? Wir brauchen mehr als die Allerbesten, sondern wir brauchen auch die Guten. Ja? Und insofern glaube ich, das ist der Weg, den wir jetzt gehen müssen. Wenn man sich über Jugendarbeit unterhält, dann ist es zu leicht zu sagen, man unterhält sich über eine Quote und alles wird gut, sondern es ist einfach so, dass Jugendarbeit in Deutschland nicht honoriert wird. Ich merke es hier, wir können es im Prinzip immer noch nicht honorieren. Es gibt bei uns Trainer, die für ein absolutes Minimum arbeiten und davon nicht ihr Leben finanzieren und gestalten können. Und ich kenne das in Spanien und auch in Griechenland, wo ein Jugendtrainer davon lebt. Ja, und dementsprechend Energie und Einsatz kann er mitbringen. Und hier in Deutschland ist es immer so, dass so viele, so viel Eigenengagement, was dem eigenen Leben eigentlich abgängig ist, in so eine junge Mannschaft gesetzt werden muss. Und deswegen da muss angesetzt werden, dass die Trainer dafür für ihre Arbeit, für die wichtige Arbeit, die sie tun, weil sie bereiten die Jungen vor, diese Quote auch zu erfüllen zu können. Und die sind dafür wichtig, dass die dann auch irgendwann, dass man sagen kann, ja, Quote ist wichtig und die Qualität ist auch da. Wenn die Qualität nicht kommt, dann muss man sich nicht über eine Quote unterhalten. Ich glaube, dass wir nur eine Chance haben, wenn wir werden nächstes Jahr nicht 6+6 machen, sondern wir werden 8 Deutsche haben, Minimum 8 Deutsche haben. Wenn wir eine Chance haben wollen, hier weiter zu existieren, dann führt für uns kein Weg davon vorbei. Also auch für mich, also ich habe wirklich keine Lust mehr, anders zu machen, sondern wir haben hier die Möglichkeit, wir haben dieses Jahr bereits 5 Deutsche im Kader, 3 davon, die richtig spielen, 2 Talente. Wir haben eine NBBL-Mannschaft, die große Talente hat, die wir hochholen wollen und das gepaart mit interessanten Spielern aus ganz Deutschland, die sich hier für dieses Programm beweisen wollen, sind wir in der Lage, hier mit Minimum 8 wirklich sehr interessanten Spielern zu spielen. Dazu 2, 3 Ausländer, die auch Qualität und Erfahrung mitbringen, um so eine Mannschaft mitzuführen. Das wäre das Ideale für uns und das wollen wir versuchen. Dafür müssen wir jetzt arbeiten und die Finanzierung sicherstellen. Das wäre zu früh, also ich habe Kandidaten, ich habe auch schon mit Spielern gesprochen, die, ich will nicht sagen begeistert sind, aber die sehr offen für dieses Thema sind und
alle Spieler suchen so eine Möglichkeit, sich zu platzieren. Und ich kenne das ja von unseren Spielern, Philipp und Tibor sind Feuer und Flamme dafür, in so einem Programm weiter spielen zu können. Und das sind unsere beiden Protagonisten. Kann ich nicht glauben, dass Basketball in Köln nicht Bestand hat. Und mein erklärtes Ziel ist es, das hier auf lange Art, lange Weise eben zu etablieren und langfristig zu etablieren, auch ohne Köpfe. Auch dass das funktioniert ohne Jens Bremer, ohne Jürgen Bonny, ohne mich, ohne die Leute, die jetzt hier arbeiten. Sondern ich glaube, Köln ist eine Stadt, die das kann, die Fußball, Eishockey und Basketball tragen kann. Weil Köln ist eine Sportstadt. Und wenn man sich Sportstadt nennen möchte, dann muss man bereit sein für diese Sache. Der neue Dirk. Ich glaube, es ist immer schwer vorstellbar. Aber die Frage konnte man schon vor 10 Jahren stellen, was kommt nach Detlef Schrempf? Ja, und dann kommt Dirk Nowitzki. Und ich glaube, nach Dirk Nowitzki wird auch ein XYZ kommen, der den Weg einschlägt. Also dafür sind wir mittlerweile auch in Deutschland zu weit mit Basketball schon gekommen, dass wir nicht diese Talente ausbilden können. Und auch wenn es schwer vorstellbar ist, dass einer der zwischen Top 5 NBA-Players ist, dass da hier aus Deutschland ein neuer irgendwann sich generiert. Es gibt eine Menge Jungs, die wirklich viel Talent haben und wenn die den Kopf gerade kriegen und wenn die das Ziel haben und für das Ziel das machen, was Dirk auch gemacht hat oder der Schrempf vorher, dann werden die aufs Mal kommen.